Bei uns geht es thematisch weiter. Wir bewegen uns ein kleines bisschen vom ländlichen Raum zurück in die Großstädte und zwar nach Berlin und haben hier jetzt zwei sehr, sehr kurze Talks, so 10 Minuten Inputs. Das erste ist über ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Deswegen freue ich mich unglaublich, dass der Referent es zu uns geschafft hat. Da geht es um den Umbau von Berlin zur Fahrradstadt und neben mir steht schon bereit Heiko Rintelen, der zusammen mit Boris Hekele die Plattform Fix My Berlin, spricht man es wahrscheinlich aus, gegründet. Und da sammelt ihr Daten über den Zustand der Infrastruktur in Berlin und den Fahrradverkehr allgemein. Stimmt das? Ganz grob stimmt das, ja. Also ganz grob stimmt das? Du wirst es wahrscheinlich gleich nochmal genauer erläutern. Genau, wir suchen eine Sekunde deine PowerPoint-Präsentation, richtig, und dann geht's weiter. Wie heißt die? Datum 18.11. 18. So wie eure. Der ist ja nicht aus der Vielleicht waren der oder die eine oder andere von euch gestern auch beim Sporangium dabei. Das hier ist so ein bisschen ein ähnliches Format, bloß dass die Leute theoretisch 2 Minuten länger haben. Und dass wir keine Tröten im Nachhinein verschenken, das tut mir leid. Tröten, ja. Es gibt keine Tröten, nein. So, das sieht man jetzt noch nicht. Durchscrollen. Okay, ja, okay. Wir sind fertig. Heiko Rintelen. Ne? Hm? Da kriegst du es nicht gedoppelt, ne? Achso. Nee. Du kannst. Gut, dann muss ich mich umdrehen. Okay, alles klar. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte heute kurz über diese Frage sprechen, wie können wir Transformation beschleunigen, weil das kommt jetzt immer wieder raus, dass es eigentlich schon fast klar ist, wo wir hinwollen, auch was wir dafür tun müssen, aber in der Praxis scheitert es einfach ganz oft an sehr, sehr vielen strukturellen und Detailproblemen. So, genau, hier haben wir einen beispielhaften Transformationsprozess, nämlich den von Autostadt zur Fahrradstadt, wie er in Berlin passieren soll mit dem Mobilitätsgesetz. Und jetzt gab es ja diesen spannenden Prozess des Volksentscheid Fahrrads, der zu einem Gesetz geführt hat, große Beteiligung von der Zivilgesellschaft. Und das ist auch gar nicht so schlecht, was da drin steht, denn es will sowas wie einen Kopenhagen-Zustand erreichen. Und sogar das Geld ist schon eingestellt. Also 51 Millionen pro Jahr sind da zur Verfügung. Da kann man tatsächlich was mitmachen. Das heißt, es gibt eine Mehrheit für eine Veränderung, es gibt einen politischen Willen, es gibt sogar eine Gesetzeslage und Mittel sind eingestellt, sollte eigentlich laufen. In der Praxis sieht es leider so aus, dass wir bei diesem Thema es mit 60 bis 80 Jahren Verkehrsplanung fürs Auto zu tun haben. Und das ist nicht spurlos vorübergegangen, sondern das ist einfach sehr stark in den Institutionen, in den Planungsbildern, in den Arten, wie Verwaltung aufgestellt ist, wie Daten erfasst werden, verankert. Um mal so ein Beispiel zu geben, das ist die Verkehrslenkungszentrale Berlins. Die lenken nicht Fahrradverkehr, sondern ausschließlich Autoverkehr. Und die haben sowas wie eine Datenhoheit. Also da läuft wirklich alles zusammen. Es gibt eine sehr genaue Datenlage zum Autoverkehr. Es gibt komplexe Steuerungsprinzipien, die das umsetzen. Und diese Behörde ist relativ autonom und kann eigentlich fast jede Planung verhindern. Das ist so ein bisschen mal eine Spitze des Eisbergs. Das ist natürlich insgesamt ein großes Problem, dass es zum Radverkehr kaum Daten gibt. Es gibt keinen systematischen Planungsansatz, keine Ausbaustandards und so weiter und so fort. Ich habe das mal unter dem Stichwort Datendiskriminierung zusammengefasst. Ein zweites Problem, auf das wir gestoßen sind, das ist so ein typischer Planungsprozess, dauert 3 bis 4 Jahre. Jeder Architekt oder Planer wird sagen, so ist das halt. Das sieht ja auch noch halbwegs übersichtlich aus. Das Problem ist,
Dazwischen sind halt verschiedenste Verwaltungsebenen beteiligt. Alle möglichen Akteure müssen sich da miteinander abstimmen. Und das tun die komplett bilateral. Also da gibt es keinen gemeinsamen Prozess oder auch nur eine Plattform, wo alle auf die gleichen Daten zugreifen können. Und was dann passiert, passt ganz gut unter dieses schöne Stichwort Verantwortungs-Ping-Pong. Das heißt, es ist am Ende, das ist kein böser Wille von Einzelnen, sondern einfach auch in dieser Struktur begründet, niemand verantwortlich, es gibt keine sichtbaren Ziele, man kann es als Bürger nicht überprüfen, man kann es als Politiker nicht überprüfen. Und unterm Strich passiert dann ganz, ganz wenig. Drittes Problem, und das ist hier auch sehr schön beispielhaft zu beobachten, beim Thema Verkehrswende, das ist natürlich hochemotional. Es geht immer um persönliche Vorlieben, liebgewonnene Gewohnheiten, Status quo Empfinden, Parkplatz vor der Tür etc. etc. Um es kurz zu machen, es ist ein konfliktträchtiges Thema. Und es geht um Veränderungen, das heißt, man muss sowas eigentlich auch moderieren, was natürlich nicht wirklich passiert, sondern nur, wenn dann auf so einer Ebene, man setzt sich irgendwie mit Leuten zusammen, das ist alles total unverbindlich und hilft so einem Prozess relativ wenig, sondern ich nenne das immer Scheinbeteiligung. Sagen wir mal so, es wird wenig gesteuert, ich gehe nicht tiefer jetzt darauf ein. Was wir gemacht haben, wir haben mit sehr, sehr vielen Verwaltungsleuten gesprochen über das Thema und geguckt, wo kann man da helfen. Und ein so ein Thema, was immer wieder zum Tragen kam, war, dass tatsächlich so ein Verkehrsplaner 30-50% seiner Arbeitszeit damit verbringt, Bürgerinnenanfragen zu beantworten. Das heißt, jede Anfrage, jede E-Mail, jedes Telefonat wird da einzeln bearbeitet. Das hier ist mal ein Verwaltungsakt und das ist einfach sehr ineffizient und auch relativ intransparent, was die Außenwahrnehmung darstellt. So viel, achso, das ist noch das Stichwort dazu, Transparenzangst. Das ist einer der Gründe, warum es so wenig Transparenz gibt oder warum es so schwierig ist, sowas einzuführen. Es gibt immer erstmal Angst davor, das macht ja nur Arbeit. So, um das zusammenzufassen, wir brauchen neben dem politischen, demokratischen Wandel eben auch so etwas wie eine strukturelle und kulturelle Transformation in den Institutionen. Das ist unser Projekt Fix mal Berlin. Und damit haben wir versucht, so einen Teil dieser Probleme anzugehen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben zwei interaktive Online-Karten erstellt, die diesen Wechselprozess oder diesen Transformationsprozess begleiten sollen. Links, das ist der sogenannte Happy Bike Level, der erstmal Daten zum Radverkehr zusammenfasst und versucht, einen Überblick zu schaffen, wie ist denn eigentlich im Moment der Zustand, wo müsste man was tun. Und rechts, das ist sozusagen die Zukunft, wann wird denn was passieren? Eine Zusammenfassung von Planung. Das heißt, wir haben zwei Punkte gemacht, Daten zusammenführen und analysieren. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, dahinter steckt eine relativ komplexe Metrik, die versucht zu gucken, wo ist eigentlich Radverkehr wie gut ausgebaut. Wichtig ist, dass diese Daten halt auch transparent sind und zugänglich. Es gibt eine API der Plattform, also jeder kann auch überprüfen, wie das bewertet wird. Und das zweite Thema, da gehe ich jetzt ein bisschen näher drauf ein, ist, dass wir Verwaltung und Bürger näher zusammenbringen wollen. Man sagt dazu auch schön immer zu, den Informationsfluss verbessern. Und da gibt es große Potenziale. Dafür haben wir diese Planungsansicht gemacht, die macht im Prinzip nichts anderes als so eine Art Public Monitoring. Wir zeigen, wo passiert was und wann. Wenn man mit so einer Idee zur Verwaltung kommt, dann sagen die natürlich erstmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bloß soll keiner wissen, wann wir denn das glauben, fertig zu haben, weil das wird ja eh nichts. Das heißt, wir haben wirklich mit allen einzelnen Bezirken, mit den Tiefbauamtsleitern, Stadtbauräten gesprochen, die davon überzeugt, gesagt, wir regeln das dann auch so ein bisschen für euch, dass ihr nicht mehr Arbeit damit habt. Das war mal das wichtigste Argument. Haben eine hochtechnische Schnittstelle entwickelt, nämlich die Excel-Tabelle. Kam sehr gut an, ganz große Freude bei denen. Alles andere wäre schlichtweg nicht einzuführen gewesen, hätten wir Schulungen durchführen müssen. Aber so hat es gut funktioniert. Wir haben dazu auch erstmal überhaupt einen Standard entwickelt. Wie kann man so eine Radverkehrsplanung erfassen? Gibt es natürlich auch nicht. Also es ist wirklich auch Kraut und Rüben, wie es bisher gemacht wird. Und dann haben wir versucht, solche Prozesse zu übersetzen, sodass Menschen die verstehen können, die nicht Verkehrsplaner sind. Das Ergebnis ist ungefähr so eine auf der Plattform. Also man kann das, wer sein Smartphone dabei hat, auch schon ausprobieren. Funktioniert alles. Und jetzt kann ich als Bürger sehen, wo passiert was.
Und ich kann das nicht nur als Bürger sehen, sondern ich kann das auch als Verwaltungsmitarbeiter sehen. Das heißt, Bezirk A kann jetzt endlich sehen, was Bezirk B macht. Das war vorher nicht der Fall. Und wir haben natürlich jetzt auch so einen ersten Ansatz wirklich zu einem Public Monitoring im Sinne, dass ich jetzt diese Daten auswerten kann und sehen, okay, wo gibt es eigentlich wirklich Verzögerungen, wann passiert was, wenn ich ein bestimmtes politisches Ziel habe, kann ich das eigentlich in der Zeit umsetzen, so wie es angedacht ist. Und das nochmal als Schaubild, ist so diese Idee, man braucht eigentlich einen zentralen Ort, wo all diese Akteure wirklich darauf zugreifen können. Das gibt halt intern unglaubliche Effizienzgewinne, aber schafft halt auch gleichzeitig öffentlich eine Transparenz. Politiker müssen jetzt nicht mehr kleine Anfragen stellen, Journalisten müssen nicht mehr Anfragen stellen und das entlastet halt wiederum die Verwaltungsmitarbeiter. Ganz kurzer Ausblick noch, 2 Minuten haben wir. Weil eigentlich geht es ja hier auch um Beteiligung und Demokratie. Wir haben das ganz am Anfang sehr stark von dieser Seite gedacht, haben dann festgestellt, wir müssen eigentlich erstmal überhaupt eine Transparenz herstellen und die Datenlage klären. Vorher brauchen wir mit Beteiligung gar nicht anfangen. Aber zu diesem Stichwort Smart City, da passen wir natürlich auch irgendwie rein. Wir denken das aber eben eher im Sinne von Smart Citizens, also die Frage, wie kriegt man Bürger wirklich auch effektiv und konstruktiv in Prozesse eingebunden, die nicht irgendwelche Scheinbeteiligung und alle dürfen mal was sagen, sondern die irgendwo auch zu einer Verbindlichkeit führen. Dazu gibt es ein paar Ansätze, die wir jetzt entwickeln. Das eine Thema ist Konfliktmanagement. Wirklich zu gucken, bei welchen Planungen gibt es eigentlich Konflikte, wo gibt es keine. Das ist eine große Hilfe für Verwaltungsleute, weil oft werden Planungen wirklich nicht angegangen, weil die Angst vor Konflikten groß ist. Und wenn es welche gibt, kann man die dann weiter bearbeiten und gezielter Beteiligung überhaupt erstmal machen. Wir entwickeln gerade mit einem Bezirk so einen kleinen Meldeprozess, der auch wirklich eine Verbindlichkeit hat, der eher wie so eine Kampagne gesteuert sein soll, wo man sagt, zu einem Tag X werden dann die Meldungen auch bearbeitet. Und ein drittes Thema ist natürlich lokale, kollaborative Planung von Verkehrskonzepten, so auf Kiez-Ebene. Da gibt es auch total spannende Beispiele. Das kann man digital total gut skalierbar machen, dass man wirklich sagt, man setzt einen Prozess auf und den kann dann jeder Bezirksbürgermeister auch mit kleinem Aufwand umsetzen, weil es einfach im Moment aber an Kapazitäten oft scheitert. Genau, kurzer Dank an die vielen Partner. Das Projekt ist unter anderem gefördert vom BMVI im Rahmen des M-Fund-Programms, das auch nochmal ganz wichtiges Thema, was oft vergessen wird. Sowas ist halt unheimlich aufwendig, weil man sehr ins Detail gehen muss, weil man bei der Verwaltung immer sehr, sehr viele Akteure mitnehmen muss und weil Softwareentwicklung, vor allem wenn man sie gut und nutzerzentriert machen will, auch nicht gerade kleiner Aufwand ist. Wenn wir wirklich diese Prozesse besser machen wollen, müssen wir da halt auch relativ viel Geld draufwerfen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Es gibt halt immer viele solche kleinen Pilotprojekte und die hören dann auf, weil Folgefinanzierung nicht funktionieren. Ne? Und oft liegt es nicht daran, dass die Gelder nicht da sind, sondern dass sie nicht in solche Themen geleitet werden, sondern dann geht es halt nur um Daten, aber Kommunikation wird oft vernachlässigt. Genau. Vielen Dank. Ich freue mich auf Fragen. Ich glaube, wir haben gar keine Zeit dazu, aber nein, gerne im Anschluss. Keine Zeit dazu, aber vielen, vielen Dank, Heiko. Genau, das war Heiko Rintelen von Fix My Berlin oder Berlin.